Ein Klassiker unter den Steckschlüsselsätzen ist dieser 94-teilige Satz hier vor mir. Hier mal als hochglanzverchromte Variante mit den ratschenden Viertel- und Halbzoll, 45 Zahn, und im Detail schauen wir uns den jetzt an. Der Satz besteht aus einer Viertelzollratsche mit Auswurffunktion. Dann habe ich den Schraubendrehergriff als Verlängerung, beziehungsweise kann ich hier oben auch den Gleitgriff einsetzen. Habe die Verlängerung in 50 mm und 100 mm, beziehungsweise die flexible Variante in 150 mm. Das Gelenk ist nicht ein klassisches Kreuzgelenk, sondern mit diesem Gelenk kann ich wirklich 360 Grad schrauben, ohne dass ich dieses Festsetzen habe wie beim klassischen Kreuzgelenk. Dann die Stecknüsse sind von 4 bis 14 mm in der kurzen Variante, beziehungsweise als lange Variante dann hier drüben von 6 bis 13 mm. Dann haben wir die Bit-Stecknusseinsätze als Torx von T8 bis T30. Dann die Imbus-Variante von 3 bis 6 mm. PZ als 1er und 2er Größe, dann die Schlitz als 4, 5, 5 und 7 und hier unten dann die PH-Variante 1 und 2. Halbzoll ist dann hier die Ratsche, auch mit Auswurffunktion. Die Verlängerung einmal die kurze Variante und hier die lange Variante. Die lange Variante funktioniert auch hier als Gleitstück. Auch das Gelenk, wieder die neue Variante, so dass man 360 Grad schrauben kann. Zündkerzennüsse als 16er und 21 mit Haltering. Die Stecknüsse selbst für Halbzoll von 10 bis 32 mm in kurz und hier oben als lange Variante 14, 15, 17 und 19 mm. Des Weiteren habe ich noch den Bithalter für die großen Bits als Halbzoll und dann die Bits hier in diesem Bereich, die dann anschließen an die Viertelzoll-Varianten, und zwar Imbus von 8 bis 14 mm. Die großen Kreuzschlitzvarianten als PZ und PH in Größen 3 und 4, die Schlitzvarianten 8 bis 12 mm und die großen Torx von T40 bis T55. Zusätzlich sind noch kleine Imbusschlüssel mit dabei, 1 mm bis 2,5 mm, und ich habe hier nochmal die klassische Schrauberaufnahme für Bits und dann hier auf der Seite die Viertelzoll-Variante.